Also, grüß Gott miteinander. Ich bin Maximilian Eder, Oberst im Generalstab, jetzt seit 5 Jahren pensioniert auf eigenen Wunsch, weil ich ja gern für unser Vaterland gekämpft habe. Also, ich bin kein Fake nicht, bin zwar klar, aber da. Und ich war im Ausland unterwegs, in fremde Länder wie im Kosovo, als Kommandeur Einsatzverband 1999, wie wir eingerückt sind und da Freiheits- und Demokratierechte hingebracht haben, humanitäre Werte und genauso in Afghanistan und woanders. Ich habe das KSK 1996 mit aufgebaut. Wir haben 1998 den ersten Kriegsverbrecher vom Balkan nach Den Haag verfrachtet. Also, ich muss sagen, ich kenne mich ein bisschen aus in der Welt. Und wenn ich jetzt daheim bin, ich bin aus dem Berchtesgadener Land und jetzt wohne ich im Bayerischen Wald, also interkulturelle Ehe zwischen Oberbayer und Niederbayer, da möchte ich ganz gern meine Grund- und Freiheitsrechte in der Heimat genießen. Und das, glaube ich, ist nicht zu viel verlangt, wenn ich das sage. Und darum stehe ich heute da, und wenn der Landtag meint, sie sind richtig mit ihrer Corona-Politik, mit dem Kameraden Söder, Dr. Söder, Ministerpräsident seines Zeichens, der auch einiges gelernt hat in seiner Laufbahn, da möchte ich gern wissen, dann soll der Landtag doch sagen, dann stellen wir uns diesen Volksbegehren. Und wenn wir richtig sind, dann wird das Volk schon sagen, passt alles, alles gut. Und wenn das Volk sagt, passt nicht, dann wird es abgewählt, dann geht es heim. Und darum sage ich als Soldat, auch wenn ich loyal zur Regierung stehe, und das tue ich nach wie vor, das habe ich als Staatsdiener gemacht, in Uniform, im Ausland, im Auftrag des Parlaments, in verschiedenen fremden Ländern, um dort humanitäre und ethische Werte hinzutragen. Das möchte ich ganz gerne in meiner eigenen Heimat genießen. Und darum sage ich, wenn der Landtag das akzeptiert, dann soll ich schauen, was damit machen. Sollen sie das Volksbegehren nehmen und sollen sagen, jawohl, wir haben genug, die stimmen für uns, dann ist es in Ordnung. Wenn es aber eine Mehrheit gibt, die sagen, der Landtag soll sie auflösen, dann sollen sie auflösen und sollen schauen, was sie weitermachen, damit sie andere Regierungspolitik in Sachen Corona machen. Und dafür stehe ich. Und da gibt es genügend Staatsdiener. Fürs Ausland sind es in erster Linie die Soldaten, die sind aber mittlerweile im Inland eingesetzt. Für Corona, für Gesundheitsämter, für Alters- und Pflegeheime, fürs Impfen. Es gibt aber auch Polizisten, ehemalige Polizisten wie der Karl Hilz, die dann diffamiert werden, desavouiert werden, alles Mögliche. Das ist einfach nicht in Ordnung, sowas. Und das muss in Ordnung gebracht werden. So geht's nicht. Ja, da hast du vollkommen recht, Max. Grüß dich noch. Aus dem Bayerischen Wald extra zu uns raufgekommen, freut mich riesig. Und dann werden wir heute mal unsere Rechte als Bürger nutzen. Wenn uns unsere Verfassung schon die Möglichkeit gibt, unfähige Regierungen abzusetzen, indem man den Landtag abberuft, dann muss man es in der Zeit natürlich auch tun. Und genau das machen wir heute. Wir übergeben in circa 12 Minuten die Unterschriften des Volksbegehrens zum Volksentscheid Bayerischen Landtag abberufen. Und wie du gerade schon in dem Sinn nach gesagt hast, wir sind Patrioten, aber keine Idioten. Wir lassen uns nicht weiter von einer Regierung schikanieren, die unsere Legislative einfach abschafft und hier in Bayern unser Volk durch eine DDR-Bundeskanzlerin regieren lässt. Die lässt doch tatsächlich diesen Söder an seinem Halsband auf die bayerische Bevölkerung los. Also ganz so krass, Karl, darf ich es natürlich nicht ausdrucken, als ehemaliger Bundeswehrsoldat und immer noch im Status Reserveoffizier, aber wo ich nicht mehr lang,
Aber ich möchte dazu sagen, jeder, der dem Staat dient, und das ist völlig wurscht, das ist der Hauptgefreite, der sich verpflichtet hat, oder das ist derjenige, der bei der Polizei, bei der Feuerwehr, beim DRK, sonst irgendwo Dienst leistet für den Staat, der ist dem Staat verpflichtet in einem gegenseitigen Treueverhältnis. Das nennt sie Loyalität. Und ich erwarte es auch von der Regierung. Und das, was ich sehe in Sachen Corona-Politik, das ist einfach nicht mehr normal und vernünftig. Und darum sage ich, das passt nicht mehr zusammen. Und wenn die Regierung in Berlin nicht mehr passt und wenn die Regierung in München nicht mehr passt, dann muss man was tun. Und das machen wir jetzt. Jawohl, Max. Und unsere bayerische Verfassung ist ja tatsächlich schon 1946 vom bayerischen Volk ratifiziert worden. Das heißt also, unsere Verfassung gilt für unsere Regierung. Herr Geißer, schon wieder, ach geh! Der Herr Geißer möchte schon wieder das Versammlungsrecht mit Füßen treten. Sind Sie immer noch nicht in der Lage, die aktuelle Situation in Form einer polizeilichen Lagebeurteilung richtig zu beurteilen? Geben Sie doch Ihre Sterne ab und machen Sie irgendwas anderes. Und ich sage Ihnen noch was dazu. Ich bin jetzt seit 12.06. Direktkandidat für den Münchner Norden, Wahlkreis 217, für den Bundestag. Und da erwarte ich mir von Ihnen die vorgegebene Zurückhaltung mir gegenüber. Und wenn Sie nicht wissen, was das bedeutet, gehen Sie zuerst in Ihre Dienststelle und lesen Sie nach. Ein Blick ins Gesetz oder in die Verordnungen erleichtert die Rechtsfindung erheblich. Also, ich möchte dazu noch sagen, Karl, du hast natürlich gemeint 1949, nicht 46. 49, aber... Welche Verfassung? Okay. Auf dem Herrn Chiemsee und Bayern hat damals nicht zugestimmt, weil sie gesagt haben, nein, das mögen wir nicht. Aber notgedrungen haben sie irgendwie durch die Hintertür dann später durchzugestimmt, dass das Grundgesetz passt. Ja, ich würde dazu sagen, wir alle hier, die wir stehen, inklusive der Polizisten und aller, die da anwesend sind, stehen wir auf dem Boden der FDGO, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und des Grundgesetzes. Gell? Nur damit ihr alle Bescheid wisst. Egal, ob wir Uniform haben oder nicht haben, wir sind wir Bundesbürger, besorgte Familienväter und Bürger dieses Staates. Und deswegen sind wir da und deswegen sagen wir der Regierung und lesen wir die Leviten, schaut mal ein wenig drauf, was ihr da alles treibt. Ja, ich weiß, du hast mich gerade nicht ganz richtig verstanden. Beim Grundgesetz stimmt das, was du sagst. Aber die bayerische Verfassung, die ist 1946 bereits vom bayerischen Volk ratifiziert worden. Ja, sacre die, dann sage ich okay. Gut. Ja, und um das geht's mir. Weil unsere Regierung in Bayern muss diese vom Volk ratifizierte Verfassung besonders beachten. Aber sie meinen, sie können trotzdem bei einer Bundeskanzlerin hinten nachlaufen, die nicht einmal das Grundgesetz beachtet und der die bayerische Verfassung scheißegal ist. Und das geht eben nicht. Ja. Bravo. Also Karl, ich muss nur trotzdem kurz darauf hinweisen, dass du, ja, solange du redest, ne, bist du ja sowieso, Redner müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, es gilt halt diese blödsinnige Face-Shield-Verordnung und ich weise dich jetzt einfach darauf hin, dass wenn du aufhörst am Mikrofon zu stehen, du ein Face-Shield aufsetzen musst. Ich hoffe, ich habe damit meiner Pflicht als Versammlungsleiter Genüge getan, dass ich dich explizit darauf hinweise, dass du das tragen musst, weil ich dich sonst von der Versammlung ausschließen muss, weil es leider so ist, weil der Herr Geißer sagt mir das und ich mag keine Strafanzeige kriegen und mag weiterhin Versammlungen machen. Ja, das ist ja klar. Ja. Melchior, ich verstehe das komplett. Ich weiß auch, dass du als Versammlungsleiter auch rechtswidrige Bescheide durchsetzen musst, wenn ein Einsatzleiter nicht in der Lage ist, zu erkennen, was rechtswidrig ist. Und dann ein Versammlungsleiter entsprechend anspricht, dann bleibt dem Versammlungsleiter schlicht und ergreifend nichts anderes übrig. Und das respektiere ich natürlich.
und ich habe es verstanden und dass ich es verstanden habe und dass du es mir gesagt hast, hat ja dazu geführt, dass ich dem Herrn Geißer als den hiesigen Einsatzleiter aus der DDR stammend und in der DDR sozialisiert, auch gesagt, dass hier nicht die DDR ist, sondern hier ist Bayern. Und wie auch immer Sie in dieses Amt gekommen sein mögen, ich sehe, dass man hier eine DDR 2.0 errichtet hat und Menschen wie Sie habe ich im Verdacht, dass Sie dabei mitgewirkt haben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen. Und deshalb sind Sie in der falschen Uniform. Lieber Karl, wir wollen doch immer Brücken bauen, oder? Ich baue immer Brücken, aber nicht zu jemandem, der mir die Freiheit doch, demokratische Grundordnung Menschen nimmt. Es macht keinen Sinn, wenn wir nicht, wir müssen zu allen Menschen Brücken bauen. Und es macht keinen Sinn, einen Herrn Geiser oder wen auch immer irgendwie, das macht keinen Sinn. Die wissen es selbst, sie können sich im Spiegel anschauen. Sie werden sich selbst in ihre Augen schauen. Das ist deren Karma. Wir brauchen nicht tausendmal darauf hinweisen, weil letztendlich vergeben es ihnen. Wir geben sie ihnen zurück. Meine liebe Alexandra, du darfst ganz gerne als Politikerin für die Basis auch diese gemäßigte Linie fahren. Ich bin ja aus dem Stall, in dem der Herr Geißer immer noch arbeitet. Und deshalb sage ich hier nochmal ganz deutlich, das ist ein grober Verstoß gegen Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Denn ich war 43,5 Jahre im Polizeidienst in Bayern und habe davon ungefähr 27 Jahre lang Menschen mit Masken aus Banken, aus Geschäften und bei sonstigen Raubüberfällen festgenommen. Also jetzt muss ich mal ergänzen. Es gibt eine ganze Menge. Die haben wir früher aus der NVA übernommen. Da gibt es einsichtige Offiziere und Offiziere, die in die Bundeswehr übernommen worden sind. Es gibt aber auch Deppen, die lernen nie mehr wieder. Die kennen sie von Spiegel stellen, liebe Alexandra, und können sie so oft umschauen, wie es wollen. Die lernen es trotzdem nicht. Und das kann man vergessen. Also wenn ein sehender Mensch bei uns in Bayern meint, der muss uns erzählen, wie es Leben geht, dann sage ich, geh zurück nach Berlin, lass dich nach Polen verkaufen oder sonst wohin. Also so geht es ja nicht bei uns. Und ich kann auch sagen, in Berlin, während Pfingsten habe ich das erlebt, die Berliner Polizei, die 30er, das ist eine Schlägertruppe. Eine bezahlte, uniformierte, vom Steuerzahler bezahlte Schlägertruppe. Und sowas brauchen wir nicht in unserem Staat. Und die wird geführt von einer Präsidentin, die kommt auch aus der SED. Die wiederum wird geführt von einem Innenminister, Geisel, der kommt auch aus der SED. Und dann frage ich mich, wie das Ganze alles zustande kommt, was wir da erleben. Also Karl, bitteschön. Jo,